Herzlich willkommen zu einem neuen Zumumme-Video, präsentiert von zumummefans.de. Heute ist Thema, geht's halt um meinen Artikel, ein paar Worte zu Cash for Action, also ein paar Tipps, wo ich euch gezeigt habe, wie es funktioniert, wie ihr ein bisschen mehr zu Dollar verdienen könnt. Wir haben jetzt momentan 5 Uhr morgens. Deswegen habe ich auch 12 Videos im Angebot. Ich habe auch viele Anfragen erreicht, wie komme ich überhaupt zu Cash for Action. Cash for Action kommt ja hier unten auf diesen Geldsack. Dann hier Cash for Action draufklicken. Dann öffnet sich ein neues Fenster. Und hier könnt ihr Videos gucken. Dann die Frage, wo guckst du Videos? Supersonic Ads, Metomi, Token Ads. Hier gibt es Videos. Es gibt aber auch Videos bei Super Rewards. Hatte ich gestern Videos. Dann hier unten irgendwo gibt es auch Videos. Seltenen Fällen zu sehen. Und genau, also die Hauptanbieter sind Supersonic Ads, Metomi und Token Ads, die drei sind die Hauptanbieter, die ihr nutzen könnt. Wie ihr jetzt hinkommt, wisst ihr auch. Videos gucken ganz einfach, auf Video draufklicken, Video 12 hier. Dann könnt ihr die alle gleichzeitig starten. So. Ja, so, Moment, so, wie gesagt, ich habe ja gestern geschrieben, schon 2, 9 Uhr morgens, circa sind 10 bis 15 Videos bei Supersonic Ads. Wie ihr jetzt seht, sind jetzt 12 Videos bei Supersonic Ads, wir haben, ja, 5 Uhr morgens, und warum so viele Videos da sind, ich denke einfach mal, es sind Alkoholwerbung. Seht Bacardi. Nochmal Bacardi. Gut. Ende Explorer. Das braucht ja auch kein Mensch. Freuen Sie sich auf eine echte Revolution. Jo, genau. Freuen Sie sich auf eine. Der neue 1 EcoBoost Motor im Formfokus. Mit 4,9 Liter. So, ja, jetzt ist ein bisschen leerlaufen Video drin, sorry, aber jo. Einfach jeden Morgen einfach gerade schnell alles mal durchstarten. Hier sind Fehler aufgetreten, naja gut, auch wurscht. Da starten wir jetzt auch noch kurz. So, jetzt lasse ich die meistens ein paar Sekunden laufen. Und dann, ja, und dann mache ich einfach Folgendes. Seht ihr jetzt hier oben, ich habe 229 Zoll-Dollar plus 12 Zoll-Dollar macht 231, 241 Zoll-Dollar. Müsste ich eigentlich rein theoretisch jetzt haben. Das heißt nicht ganz, da ja ein Video nicht geht. Ach, jetzt hängt es auch. Ja, also lasst ihr alle mal kurz anlaufen. Genau. So viel dazu. So, nebenbei mache ich dann meistens noch meine Videos im Kino, wenn ich welche habe. Und so, dann laufen die bei Supersonic Ads gerade mal an und dann geht es gleich weiter. Genau. Das sind halt eben so die Tipps, die ich habe. Auch manche haben mir geschrieben in den Kommentaren 3 Zoll-Dollar pro Tag. Ist recht viel. Das ist also ziemlich gut sogar. Also ich weiß nicht, hab's nie genau, rechne ich nie genau aus. Ich gucke auch mehrmals am Tag. Ja, 20 bis 3 Zoll-Dollar kommt hin. Das soll irgendwie schon machbar drin sein. Natürlich muss man eben auch früh morgens online sein.
12 Videos, wie gesagt, nur morgens. Also ich habe die echt nur morgens. Abends hatte ich schon noch 4 oder 5 Videos online und mehr waren es nicht mehr von den 12 Videos am Abend. So, theoretisch müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen was zusammen geguckt haben hier oben. Dann schauen wir mal. So, genau, und dann halt gibt es noch die. So, 39 verdient. Eben haben wir 229, glaube ich. Genau, jetzt noch 239, 10. Und was ihr jetzt noch seht, ist es ein neues Video zugekommen und ihr könnt zwei Videos nochmal angucken. Das ist nämlich der zweite weitere Vorteil, wenn ihr die Videos abbrecht nach ein paar Sekunden, ist es gut möglich, dass die Videos euch nochmal angucken könnt. Und es kommt plötzlich ein neues Video dazu. Das ist so. Also nicht immer so, aber es funktioniert meistens nochmal so. Ja, und habt ihr jetzt insgesamt sind das dann 15. Na gut, ein Video ging ja nicht gerade eben, also sind es dann 11 plus 3 sind 4, 14. 14 verdient. Ja, das Video geht wieder nicht. Okay, das ist das Video, wo es gerade eben nicht ging. Auch egal. Jedenfalls. So funktioniert das früh morgens. Wenn wir die Videos gucken. Ja, vorher ist ein Fehler aufgetreten. Ich weiß nicht, heute morgen ist der Wurm drin. Vermutlich dasselbe Video wie gerade eben im Cash for Action. Trotzdem habe ich noch Geld bekommen. Vergütung erhalten. Auch nicht schlecht. Ja, so. Machen wir nochmal auf Video drauflegen. Aktuell sehen wir das Ganze nochmal. 2,42 verdient. So, das habe ich halt innerhalb von ein paar Minuten. Seht ihr, wie lange das Video läuft. Wir sind jetzt bei 14 Zudeler verdient. Dann gibt es natürlich noch bei Metomi Videos. Hier auf Videos klicken. Und ja, hier sind auch nochmal 3, ne 4 Videos. Und bei Token Ads. Mehr Videos sind heute Morgen keine Videos, leider Gottes. Aber da kommen Videos für Token Ads im Laufe des Tages. Spät abends habe ich öfters mal Videos oder mittags nochmal Videos. Da könnt ihr öfters mal gucken. Sind auch durchaus Videos vorhanden. Wie gesagt, mehrmals am Tag müsst ihr halt eben gucken, ob Videos verfügbar sind. Das ist halt eben so der ganze Clou daran. Da sind 30 Zudeler am Tag irgendwie schon machbar. Theoretisch schon drin. Was habe ich noch alles geschrieben? Mal kurz gucken. Genau. Sonst auch irgendwie finden sich alle paar Stunden mehr neue Videos bei Supersonic Ads. Dann die Proxy-Server-Methode, ich auch nochmal kurz erwähnen. Jetzt nicht, wie es funktioniert mit Proxy-Server, ist mir jetzt zu lang zu erklären. Aber es waren eigentlich, bei Token Ads geht es gar nicht. Und Proxy-Server wechseln war eigentlich nie neue Videos vorhanden. Dann die auch, wenn wir es am Tag gucken, aber meistens früh morgens auch Videos da. Ja, und das waren eigentlich so meine Tipps im Videoformat. Ne, heute Morgen geht irgendwie gar nichts. Hab irgendwie mein ganzer PC hängt sich gerade irgendwie auf. Es lädt gerade nicht richtig. Jedenfalls, ich habe jetzt mal kurz gezeigt, wie ihr Videos gucken könnt, also wie es funktioniert für die Neulinge unter euch, wie ihr ruckzuck ein paar Zudeler verdienen könnt. Wie gesagt, bei Supersonic jetzt wirklich zwischen 2 Uhr morgens und 9 Uhr. So ist bei mir, so Pi mal Daumen, ich genau auf die Uhrzeit geguckt, das sind halt die meisten Videos, die ihr gesehen habt, 14 Zudeler verdient. Wir haben jetzt 5, naja, mittlerweile halb 6. Morgens. Genau, wenn noch irgendwie Fragen bestehen, achso, noch ein zu so Token Ads, eine Kleinigkeit. Token Ads funktioniert beim Internet Explorer meistens nicht, Video schauen, also meistens nie. Bei Firefox funktioniert meistens, aber Internet Explorer eigentlich nie. Ja, komm, so, bevor ich das wieder komplett wieder ausschweife, ihr wisst jetzt, wie ihr hinkommt, wie es funktioniert, was ihr machen müsst, und sag mal, danke fürs Zuschauen,
und unseren YouTube-Kanal. Tschüss, bis auf Wiedersehen. Ja.